Hallöchen. Also, ich bin jetzt gerade in Rostock und Rostock war sehr gut zu mir. Ich habe ein paar Leute getroffen, was sehr schön war, was man dann auch bei den Fotos sehen kann, und habe insbesondere zwei Interviews gemacht. Man hört gleich im nächsten Ausschnitt, wie Anja das Interview selber erklärt, und mit der Dagmar Waldemat habe ich über Standardisierung von Forschung, also insbesondere in ihrem Bereich Bio- und Medizininformatik gesprochen, aber auch über nachhaltige Forschung, Datenintegration und wissenschaftliche Karrieren. Genau, und ich bin jetzt dann bereit für die weite Fahrt und morgen wird es weitergehen Richtung Berlin. Diese Woche habe ich dann erstmal keine Interviews mehr, aber vielleicht kriegt ihr noch mal ein Video von mir von der Mecklenburgischen Seenplatte. Mal sehen. Das Wetter soll gut werden, deswegen freue ich mich richtig, dass es jetzt dann weitergeht und wieder ans Fahrrad fahren. Ja, heute war Heidi bei mir. Ich bin Anja Eggert und ich arbeite im Institut für Nutztierbiologie und ich hatte die Ehre, unser regionales Statistik- und Reproduzierbarkeitsnetzwerk aus Rostock vorzustellen. Konkret heißen wir ORTS, Open Reproducible Data Science and Statistics, an der Graduiertenakademie der Uni Rostock. Und zusammen mit Frank Krüger bin ich dort Co-Sprecherin. Und ich hatte außerdem die Möglichkeit, kurz über meine Arbeit zu sprechen. Ich bin statistische Beraterin am Institut für Nutztierbiologie und ja, letztendlich ging es auch viel um Visionen über die Zukunft der Forschung und Data Science und wie wichtig Statistik und Data Science in der Forschung sind. Super, vielen Dank.